Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Food-Video. Mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schonungen bei Schweinfurt. Servus Leute, ich bin auch dabei, der Jackson. Genau, der Jackson ist bei mir. Wir sind in Schonungen. Für neue Videos macht gerne das Plus weg. Wir waren heute gewesen in Schweinfurt auf dem Vogelschuss. Und haben uns da am Bratwursthaus, das heißt glaube ich Bratwursthaus, Jackson, oder? Ich glaube sogar Bratwursthäusler. Oder Bratwursthäusler, ne? Haben wir uns was mitgenommen, nämlich eine Bratwurst. Jeder eine Bratwurst und die ist in der Tüte und die packen wir mal dann aus. Jetzt nochmal eine Hintergrundinfo zu dem Bratwursthäusler oder Bratwursthaus. Das betreibt der oder gehört dem Ülein-Imbiss-Chef, ne? Früher hieß das Antlitz, jetzt heißt es ja Ülein-Imbiss. Und dem gehört dieses Bratwursthäusle, der macht den Bratwurststand. Ne? Wir haben ja gestern schon mal den Fisch getestet und den Steckerlfisch, also die Makrele. Und das gehört mit dazu zu dem Bratwursthäusle. Das ist ein Ding und das gehört dem Chef vom Ülein-Imbiss quasi, ne? Und heute waren wir da und haben uns überlegt, was machen wir denn? Gehen wir zu McDonald's, gehen wir zu Burger King, gehen wir zu Subway? Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir ja auf dem Vogelschuss. Und dann tun wir uns halt mal was Typisches mitnehmen. Und da haben wir uns zwei Bratwürste halt gekauft. Ja, ich würde sagen, Jackson, du kannst da mal die raus tun aus der Tüte. Schauen wir halt mal, was wir da so haben. Genau. Zwei Bratwürste. Die haben sie uns in Aluminiumfolie eingepackt. So. Dann zeige ich euch mal, wie das ausschaut. Die ist im Brötchen. Halt. Da sind wir. So. Also die schaut schon mal lecker aus, die ist gut durch. Schön knusprig, ne? Ja. So muss eine Bratwurst da sein. So muss eine Bratwurst sein. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal. In Ordnung. Ich muss sagen, die schmeckt klasse. Also die schmeckt mir richtig gut. Und dir, Jackson? Ja, das ist eine vernünftige Bratwurst, ordentlich. Ist eine ordentliche, vernünftige Bratwurst, ne? Ja, mittlerweile so viel, ja, wie sagt man da, Schindluder mit so Bratwürsten, ja. Die einfach nach gar nichts schmecken. Aber die schmeckt ja vorzüglich, ne? Schmeckt ordentlich. Schmeckt ordentlich, ne? Vernünftige Bratwurst, ne? Die beißen nochmal nahe. Ja, wie gesagt, die meisten machen die immer so halb roh. Ja, Bratwurst, die muss richtig Farbe haben. Das dann schmeckt die auch gut. Ja, also ich muss sagen, schmeckt sehr gut. Da haben wir uns wieder was Gutes gegönnt. Von den Geschmackspunkten her gebe ich der Bratwurst 9,5, weil da kann man nicht viel verbessern. Schmeckt sehr delikat, schmeckt sehr gut. Also die Würste von dem Ülein-Imbiss, die sind wirklich gute Ware, Top-Ware. Ne? Da kann man sich nicht beschweren. Jackson, was meinst du? Ich gebe 10. Du gibst sogar 10? Ist in Ordnung. Okay. Super. Also ich gebe, wie gesagt, 9,5 Geschmackspunkte. Jackson gibt sogar glatte 10. Ist ein sehr gutes Ergebnis. Uns schmecken die also. Das ist an so einer Bratwurst im Brötchen kann man ja nicht viel anders machen, sage ich jetzt mal. Ja. Die ist knusprig, die Bratwurst. Ist gut durch, knusprig, schmeckt lecker. Also wie gesagt, top. Wir bedanken uns recht herzlich für diese gute Bratwurst. Ne? Beim Chef vom Ülein-Imbiss. Die ist wirklich Spitzenklasse 1A. Ne? Jawohl. Ist gut.
Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und kommentiert und teilt das Video. Für neue Videos folgt uns gerne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Euer Sebastian und... Mit Mund voll soll man nicht essen. Schreiben natürlich. Der Jackson Gönsig. Macht's gut, Leute. Macht's gut, meine Freunde. Bis dann. Ciao.